guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Also, ich bin König der Bottle, der Törichte von Schweden. Schweden ist jetzt übrigens auch Norwegen und Finnland und Dänemark und England. Ja. Und außerdem habe ich extrem viele Kinder und Enkelkinder. Ja. Mhm. Und jetzt gerade nehme ich Wales ein. Ich bin ziemlich cool. Ja, ja. Naja, ich bin intelligent und stattlich und zölibatär. Ich fick nicht mehr, weil ich hatte sehr viele Frauen in meinem Leben. Du fickst nicht mehr? Also, der dann würde ich jetzt gehen. Also, dann reicht's mir. Also, das, so war das nicht abgesprochen hier. Verstehst du das? Ja, verstehe ich. Ich habe jetzt eine MK47. Mhm. Die knallt richtig rein. Mhm. Und jetzt gehen wir Mütterficken auf Reserve. Ich fick nicht mehr. Ja, das ist ja jetzt nicht mein Problem. Aber du fickst noch. Ich fick jetzt. Wie funktioniert das dann? Ich würde jetzt ficken gehen. Okay. Du kannst ja hier nicht mehr ficken, aber ich würde jetzt ficken. Okay. Gut. Viel Glück. Danke. Viel Spaß. Danke, gleichfalls. Und wie läuft Ihre Beziehung so? Ich freue mich schon, wenn ich meinem Vater meinen Freund vorstelle. Ah. Nee. Please leave us some room for Jesus. Let Jesus in your heart. Let Jesus in your heart. Let Jesus in your heart, heart, heart. Let Jesus in your heart. Jesus, Jesus, heart, 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 heart. So. Wir müssen darüber, damit ich meine Armee wieder loswerde. Und dann muss ich gucken, was mir da jetzt gleich Geld bringt. Das, du hast nicht genug Geld. Ach, ich habe den Herzog. Der ist auch Sippenmörder. Das ist aber lustig, dass ich den Herzog im Knast habe. Ich glaube, den behalte ich noch ein bisschen länger. Ich glaube, ich habe seine halbe Familie. Ich glaube, den behalte ich noch ein bisschen länger. Mal gucken, was mir der so bringt. Alter, ey. Ey, honestly, mein Spielererbe-Sohn verdient sich das aber gerade auch extrem, dass er mein Spielererbe ist, ne? Also der bringt gerade so wundervolle Kinder auf die Welt. Ich möchte den vielleicht nicht unbedingt Torkel nennen, weil König Torkel ist ein weirder Name, aber Ivar war gut. Ivar finde ich schön. Ivar und Tiara, das sind schöne Namen, das ist doch toll. Papa schreit mir Alvor ins Ohr. Ich schlage zögerlich die Augen auf, eines nach dem anderen. So kann man wohl auch aufwachen, schätze ich. Das kleine Kind neben meinem Bett bebt buchstäblich vor Aufregung und hält Fäustlinge und eine teure Servierplatte umklammert. Es schneit draußen und ich will Schlitten fahren. Kommt ihr mit mir? Oh, oh, oh. Ja. Ich bin gleich wieder da. Es hat gerade geläutet.
War offensichtlich für die Nachbarn. Ich habe mir gerade an meinem Tisch einen Span eingezogen. Spal heißt das, oder? Bei euch. Span, Spal. Ich ziehe mir den ganz kurz raus, eingezogen. So, sorry Leute. Ah, unangenehm, ey. Ja, das ist das Problem, wenn man einfach nur eine Holzplatte vom Baumarkt als Tisch benutzt. Aber ist jetzt draußen. In Österreich sagt man ein Spal, glaube ich sogar. Also, ich glaube Spal, Span, Spal. Boah, ich weiß gar nicht gerade hundertprozentig. Span oder Spal? Dankeschön, Turtle Squad und Daichan und Tasfani. Vielen lieben Dank. Splitter kenne ich auch, aber das kenne ich auch nur aus dem deutschen Begriff. Sagt man in Österreich eigentlich nicht wirklich. Spreißel ist auch ein krasses Wort, okay? Deshalb kannte ich auch noch nicht. Spreißel klingt auch spannend. Hallo Flexi. So. Alter, sogar mein jüngerer, also sogar mein Ersatzsohn ist schon erwachsen. Ersatzsohn, wie das klingt. So, den enterbe ich jetzt auch. Ja, das ist teuer, ich weiß. Bliblublab, Gedings, Gebums, Gezeugs. Aber es ist einfach zu viel des Guten. Und dir suchen wir jetzt eine Dame mit guten vererblichen Eigenschaften, die dir noch ein paar Söhne gebärt. Zum Beispiel diese kleine Dame hier. Jawohl. Und du brauchst dringend jemanden, der dich ausbildet. Hä, warum wirst du denn nicht ausgebildet? So, und du brauchst auch ganz dringend noch eine Freundin, eine Frau, irgendwas. Irgendwas dann auf jeden Fall. Zum Beispiel die hier, Beate. So, und gleichzeitig möchte ich, dass du auch noch eine Sprache lernst. Und zwar will ich, dass du Finnisch lernst. Und dann werde ich dir jetzt einfach schon mal direkt hier einen Titel geben.
weil ich diese Titel loswerden muss. Ich kann hier, genau, den Titel kann ich noch übernehmen. Und dann kann ich meinem jüngsten Sohn, und wenn das nicht überlebt, überlebt das nicht. Der ist 10, das wird eine Herausforderung werden. Aber wenn er es überlebt, dann wünsche ich ihm viel Spaß. Sehr gut. Ah, perfekt. Und dann haben wir jetzt mit unserer Erbschaftsfolge gar nicht mehr so krasse Probleme. Kann ich nicht Finnland also kann ich die Königstitel verschieben? Dass es andersrum ist mit den Titeln. Ich habe da keinen Einfluss drauf, wer welchen Titel kriegt, ne? Außer ich vergebe die Titel schon vorab. Anders habe ich, glaube ich, keinen Einfluss drauf, wer welchen Titel kriegt. Dankeschön. Nee, dann wäre es andersrum. Dankeschön, Chat. So, mir fehlt halt wirklich nur mehr. Okay, schauen wir mal. Kann ich den, dem kann ich nicht den Krieg erklären. Kann ich dem den Krieg erklären? Ah, meine Armeen sind ausgehoben. Wo denn? Ach, hier. Ziehen wir mal wieder ein. Dankeschön, Chat. Ja, dann könnte ich das händisch. Genau, ich weiß doch mein Ding ein Jahr, bevor ich sterbe. True. Dann gibt es da auch einfach keinen Grund, das jetzt so zu machen. Ich habe so viel Geld ins Enterben geballert, dass ich es jetzt echt schade finden würde, wenn das sich nicht rentiert. Normalerweise enterbe ich nicht mehr bei den Spielständen. Und jetzt habe ich so viel ins Enterben geballert, dass ich wirklich einfach drauf hoffe, dass das jetzt alles so klappt. So. Aber es wäre auch seltsam, wenn es nicht klappen würde, I guess. Also wir haben ja nicht mehr so viele Jahre vor uns. Eigentlich müsste, ja, guckt mal, Norwegen haben wir schon 30 Jahre. Es fehlt nur noch England und Dänemark. Ey, geil. Geil, geil. Man bekommt durch das Hochseekönigreich auch Lebenszeit? Echt? Weiß ich gar nicht. Ich habe das noch nie gemacht, das Ding. Sohnvasall und Mündel. Ratsverwalter. Wir machen dich ehrlich. Dann bist du leichter als Vasall zu kontrollieren. Wie berechnend ich bin, ey. Oh. Warum bist du so gut in diesem Spiel? Ehrlich gesagt, ich finde mich nicht so gut in dem Spiel. Ich spiele es einfach nur sehr, sehr viel. Ich spiele es wirklich einfach nur sehr, sehr viel und das macht es halt aus. So. Das ist einfach sehr, sehr viel spielen. Schweden war dein ersten, den behältst du. Dann hattest du Dänemark eingenommen und dann den Onkel verloren. Norwegen war dein drittes und ist jetzt, nee, das ist nicht so rumgelaufen. Mein erstes war Schweden, mein zweites war Norwegen, mein drittes war Dänemark. Dann ist mein Charakter gestorben und ich hatte eine Reichsteilung. Ich hatte Schweden, Norwegen, Dänemark und Estland und dann hatte ich eine Reichsteilung, weil mein Charakter gestorben ist. Und der Charakter, den ich hatte, hatte Norwegen und Schweden und mein Onkel hatte Dänemark und Estland. Dann habe ich meinem Onkel Dänemark wieder abgenommen und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich England oder Dänemark zuerst eingenommen habe, aber die kamen dann
Und dann kam Finnland. Und das bedeutet eigentlich, dass jetzt alles durcheinander ist. Ich dachte halt, dass der dann quasi Finnland bekommen wird und jetzt Wales. Aber er bekommt Norwegen und Dänemark. Und Norwegen und Dänemark habe ich definitiv schon länger als Finnland und Wales. Es wirkt eher so, als wäre es abwechselnd gerade. Vernichtet die Höchstkönigsentscheidung die drei Königstitel? Nein. Normaler, glaube ich nicht. Ich müsste normalerweise nur, also ich müsste halt einen Hoch, also ist das Hochkönigsdingsterbumster, ist halt wie ein Hochkönigreich ist ein Großreich. Also das ist die nächste Steigerung zu Königreich. Das heißt, eigentlich dürfte nichts vernichtet werden, sondern ich bin dann einfach wie ein Kaiser. Nur halt heißt es im Norden nicht Kaiser, sondern Hochkönig. Und dann ist die ganze Reichteilung wieder egal, weil dann wird das halt aufgeteilt, ja, aber dann bleibt ja alles trotzdem in dem Kaiserreich. Müsste eigentlich. So, bei denen muss ich jetzt gar nichts machen. Das machen meine Vasallen von alleine. Also den Rest von Wales muss ich nicht einnehmen. Das wird einfach von sich aus passieren. Das wird, also England, Schweden wird sich automatisch weiter in England reinfressen. Wir könnten Wessex noch einnehmen. Weil dann ist das noch weiter auf, also dann schließt sich das wie so eine Zange quasi. Und dann passiert das wahrscheinlich stückchenweise automatisch, aber ja. Ui, wir könnten Alba auch noch uns einverleiben. Ich kann den leider nicht unterwerfen. Den zu unterwerfen wäre geil. Dann hätten wir den ganzen Spaß auch noch gefressen. Aber alternativ könnten wir auch einfach ein Bündnis mit dem eingehen. Dann haben wir da oben... Der ist aber gälisch und katholisch. Bäh. Okay, mit dem gehen wir kein Bündnis ein. Alba müssen wir auch loswerden auf jeden Fall. Gut, gut, gut. Schottland hat einen schönen Thron. Ja, ich kann halt leider auch nicht mehr. Ich kann halt nicht mehr in sein Reich einfallen. Ich kann nicht das ganze Königreich einnehmen. Also ich glaube, die leichteste Variante ist einfach, ihn zu vasallieren, sobald ich Kaiser bin. Und deswegen arbeite ich jetzt mal darauf hin, dass er mich mag und vielleicht wird das dann. Was ist eigentlich mit Nordnorwegen? Das ist zu dem damaligen Zeitpunkt nicht Norwegen, sondern Samisch. das ist halt für mich uninteressant da oben. Das sind halt Stammvölker, die halt existieren. Aber die sind halt Samisch und nicht Nordisch. Und die sind halt nicht, also die sind nicht gut ausgebaut. Die haben nicht so interessante Gebäude. Also ich drehe mich eher Richtung Europa gerade. Eine Frage, wenn du das Hochkönigreich hast, kann sich dann eigentlich auch die Bundteilung im Erbfall Skandinavien und Britannien bilden, wenn du die Gebiete hast? Bundteilung kann sich trotzdem, also Britannien kann sich allgemein, also kann sich Britannien bilden? Ich habe noch nie so viel eingenommen, dass sich ein Kaiserreich aus Versehen gebildet hätte. Daran habe ich gar nicht gedacht.
dass wenn ich über England, wenn ich in England immer mehr einnehme, dass ich da einen zweiten Kaisertitel aus Versehen gründen könnte. Oh Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Dann sollte ich vielleicht nicht weiter ausrasten in England erstmal, sondern mal ein bisschen warten. Lasst uns mal England ein bisschen chillen. Lasst mal in England ein bisschen chillen, solange wir Bundteilung und nicht Erbteilung haben. Da kriegen wir noch ein Kind von unserem Hof rein. Wie ich aus Versehen Kaiser wurde, das Buch. Abteilung bedeutet, dass sich unter meinen potenziellen Erben alles gleichmäßig aufteilt und auch, also Bundteilung bedeutet, dass sich alles gleichmäßig aufteilt und dabei auch neue Titel geschaffen werden können. Und Erbteilung bedeutet, dass keine neuen Titel dabei geschaffen werden können. Das ist der Unterschied quasi. That's the main difference. Dann könnte ich die ungewollten Titel einfach vernichten, genau. Dann hast du halt die andere Herausforderung, weil die Jury-Titel und so weiter, also je nachdem, oder anders gesagt, du müsstest die Titel gar nicht vernichten. Du würdest einfach noch mehr Titel, ja, Blödsinn, ja, genau. Ich würde dann einfach Königstitel vernichten, so ist es. Dann kann es halt sein, dass Leute am Rumheulen sind. Dann kann es halt sein, dass Leute am Rumheulen sind, weil ich, wie heißt das? Weil ich nicht ihren de jure Königstitel oder sowas habe, aber prinzipiell ist es dann einfach, also es ist dann Latte, so. Latte wie Jacke, wie Hose. Und so, ne? Die andere Frage, die sich mir gerade stellt, kann ich Rom plündern? Ah, das war ja etwas, wo ich nur dabei war. Wenn du Haus Senex und absolute Lehnsautorität hast, dann kannst du immer ein Kind auswählen, designierter Nachfolger, was alles bekommt, bevor du Primogenitur erforscht hast. Das ist ultra spannend. Das Problem ist nur, ich komme momentan noch nicht mal bis zur absoluten Lehnsautorität, weil dafür muss ich erst feudal werden. Alter, der hat schon wieder eine wundervolle Tochter zur Welt gebracht. Und die heißt sogar Ellen. Jemand hat vorhin Ellen vorgeschlagen als Name. Und jetzt ist es hier der standardmäßige Vorschlag. Ich denke, das ist ein Zeichen. Und Ellen möge es sein. Ich glaube nicht, dass ich das dann noch bilden kann, Pat. Ich glaube, das überschreibt sich. Ich hoffe es. Alter, meine ganzen Enkel und keine Ahnung was alles haben da jetzt teilweise schon Gebiete. Warum haben die denn da alle schon so Grafschaften und sowas? Ach, da hat der Vater einfach schon welche hergegeben quasi. Das ist auch großartig. Hexen, schlau, Kräuterkundler, Hexe, stattlich, intelligent. Wir müssen Hexerei erlauben in unserer Religion. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass wir Hexerei noch erlauben. Keine Vormunde für Kinder. Meine direkte Tochter, was hat die denn? Bildungsding da. Bist du klug? Und was ist mit der?
Das ist auch meine Tochter und die soll Diplomatie kriegen. Da haben wir jemanden, ne? Wir haben niemanden mit einem guten Diplomatiewert, ne? Nicht wirklich. Diplomaten fehlen uns wirklich auf dem Hof. Wobei, Vormund entfernen. Und dann machen wir mal hier Mündel anbieten und die. Dann kriegen wir einen guten Dings hier rein. So, der Mordkomplott ist schiefgelaufen. Dann geben wir das auf. Das ist mir zu riskant, dass da jemand draufkommt, dass das ich bin. So, der hat immer noch nicht genug Geld. Welches Königreich könnten wir uns denn noch einverleiben? Ich mache meine eigenen Kinder zu Vasallen, meistens. Macht ein wesentlich friedlicheres Reich, während ich selber an der Macht bin. Du hast viel mehr Möglichkeiten, sie zu beeinflussen, weil du durch die Verwandtschaft sowieso die Rechte hast, ihnen Sachen wieder abzuziehen. Und weil es für mich halt auch einfach so ein... Es macht halt Spaß, wenn deine ganze Familie so mächtig ist. Friesland könnten wir uns holen, yo! Friesland ist actually eine gute Idee. Das ist dieses Mittelstück, das hier noch fehlt. Dankeschön, Schleiser, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Und ich gebe es auch deswegen gerne meinen eigenen Dynastiemitgliedern, weil auch wenn irgendwann mal das Reich zerfallen sollte und die dann halt unabhängig voneinander funktionieren quasi, dann profitiert meine Dynastiebekanntheit davon. Also das profitiert halt nichts davon, das profitiert halt überhaupt nichts davon, solange die innerhalb meines Reichs sind. Aber wenn es dann eben zu irgendwelchen Erbteilungen kommt und das Ganze zerfällt und so weiter oder die dann irgendwohin abhauen, dann kriege ich halt immer Prestige und das ist schon praktisch. Und du kannst, je nachdem in welchem Verwandtschaftsgrad die zu dir sind, kannst du auch immer du kannst mit deinem Bruder Bündnis aushandeln ohne eine Hochzeit zum Beispiel. Okay, das gefällt mir nicht, dass meine Tochter da mit jemandem verlobt ist, der im Knast sitzt. Wo ist die denn? Welche war das denn? Ich glaube... Oder war das meine Enkelin? Ich habe keinen Überblick mehr, wer das war. Die war das. Das gefällt mir nicht. Kriegt den aber leider auch nicht ermordet. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So. Was ist mit euch eigentlich so los? Du wirst in England untergebracht. Du wirst mein Reichsgode. Du bist verlobt mit jemandem, der Ansprüche hat, aber
Da, wir setzen dich dahin. Freu dich über das Ostfriesenland. Das ist doch auch was Schönes. So. Kann ich dir nochmal den Krieg erklären? Wundervoll. Ich hätte gerne... Achso, ich kann auch einfach... Da, dem will ich den Krieg erklären. Und von dem will ich das hier haben. Ach, da muss ich überall an sie rangehen quasi. Ja, gut. Ich hätte meine Armee gar nicht erst niederreißen sollen. Das ist ja auch einfach nur doof, dass ich das gemacht habe. Oh, lol. Na, gucken wir mal, wie viel Armee ist das denn jetzt? Was da gegen mich geht? Wie viel Armee brauche ich denn? Wie viel Armee nehmen wir mit? In den Krieg. Ist schon lustig, wenn man so überlegen kann. So, wie viel brauchen wir heute? 13.000? Ja, das schaffen wir mit 10. Wir brauchen nicht mehr. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir mehr als 10 brauchen. Es sind Nordmänner, die da kämpfen. Das ist... Pia Casual in der Fußgängerzone. Dem will ich den Krieg erklären. Die Anspannung reduzieren. Leute, 5 Jahre noch. 5 Jahre noch. Lass uns den Hund streicheln. Jawohl, das mit der Anspannung auch gut. 5 Jahre noch. Ja, der Frühjahresputz im Keller, den brauche ich gerade noch nicht. Ist gerade noch nicht notwendig. So, wir zerschlagen da direkt mal die Armee. Wir zerschlagen da direkt mal die Armee. Ach, da kommen jetzt immer mehr in den Krieg, ne? Sind schon 12, ne? Nee, warte mal, in welchem Krieg gehen die denn da sonst? Achso, das sind Nachbarskriege. Der Alba-Dude hat Krieg geführt. Oh nein! Mein Onkel hat sich zu Tode gesoffen. Ui, der hat ein Artefakt, das mir zustößt, zudingst. Nee, ich will einfach nur, dass der meine Religion annimmt. Und ich will dann ein Bündnis haben. So. Genau, und die wollte ich ja töten, damit ich da... Die wollte ich ja töten. Ja, perfekt, hat meine Religion angenommen. Ja, geil. Geil, 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 geil. Dann gucken wir mal, dass wir uns anfreunden miteinander. Das ist, ich muss da unten noch nebenbei einen Krieg gewinnen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen abgelenkt gerade. Warum ist das der Haupterbe? Warte mal. Was ist denn da jetzt für ein Chaos entstanden? Du hast doch ganz Estland. Und warum ist dein Haupterbe der Sohn von Otta? Wie ist das denn passiert? So, du hast das jetzt. Und warum ist der nicht König geworden? Sondern er? Ich bin sehr verwirrt. Er wurde König, aber sein Sohn... Nee, ist nicht enterbt. Und es gibt, Wahlsystem. Dankeschön, Leute. Ich war sehr verwirrt.
dass da irgendeinen guten Jungen, gibt es da irgendeinen guten Jungen außer den? Kriegen wir die getötet? Wir probieren's. Schauen wir mal, ob wir unsere Tochter nach in das Königshaus dort bekommen. Aber dass die da auch die Wahlen eingeführt haben, ist ja auch einfach nur bescheuert. Also wir wollen eine Primogenitur haben in den ganzen Ländern. Also das gefällt mir nicht, dass Estland da durch Wahlen erschüttert wird. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Also finde ich wirklich nicht gut. Da muss ich eindeutig was ändern. Ah, nice, der hat Finnisch gelernt. Tür. Geil, geil. Stress runter und Prestige hoch. Jawoll, geil. Haha, gesagt, ja. Die können das ja wieder rückgängig machen. Deswegen... Macht halt nie so viel Sinn, leider. Macht nie so viel Sinn. Alter, mein Spielererbe ist auch schon 39 mittlerweile. Ja, ist auch schon 39. Ach, guck mal, und der Kleine hier wird ein kleiner Diplomat. Kleiner Diplomat. Wie ist bei ihr? Die wird schon ausgebildet, ne? Perfekt. Dass wir bei der vielleicht auch noch eine Sprache reinbringen. Finnisch ist, glaube ich, ganz gut, so wie wir gerade leben. Finnisch ist, glaube ich, ganz gut. Gut, danke schön, Dresden. Wie alt bist du mittlerweile? 67. Ich bin langsam richtig nervös. Also ich bin langsam, aber sicher bin ich richtig nervös, weil es jetzt, es geht halt langsam ums Eingemachte jetzt. 5 Jahre noch. 5 Jahre noch. Ich habe eine gute Hofärztin. Mir geht's gesundheitlich noch ganz gut. Ja. Die habe ich den Titel aberkannt, weil sie böse, schmutzige Dinge getan hat. Welchen Titel habe ich denn da jetzt gerade geholt? Ah, hier oben. Dann ist es jetzt dein Titel. Weil du bist ein ehrenwerter Pilger, Trostesser, Glaubenskrieger. Das gefällt mir alles wesentlich besser. Das gefällt mir wesentlich besser. Na, ich glaube nicht, dass der bis 90 schafft. Aber für das, was ich gemacht habe, also ich hätte mir vielleicht lieber stattlich hätte ich eher eher den gesundheitlichen Perk gebraucht. In 5 Jahren können wir das Hochkönigreich der Nordsee aufrufen.
Dann haben wir England, Dänemark und Norwegen 30 Jahre gehalten. Oh, das ist insane. Das wäre so cool, wenn das jetzt klappen würde. Und 30 ist auch so eine absurd hohe Zahl, ey. Holy shit. Das ist eine absurd hohe Zahl. Halte 30 Jahre diesen Titel. Like, what the fuck? Und du bekommst dann wieder 10 Jahre. Bekommt man dann wieder 10 Jahre? Echt? Kannst du einmal dein Reich in voller Pracht zeigen? Gib mir eine Sekunde. Ich möchte davor die volle Pracht meines Reiches kurz erweitern. Gibt es schon in den Kindercounter? Ja. Es ist mehr ein Wurzelwerk und weniger ein Stamm. Also normalerweise schaffe ich es, die ganzen Bereiche bei mir zu behalten, indem ich einfach immer Gebiete einnehme, die ich dann an die Kinder gezielt weitervererbe. Momentan könnte ich ohne Probleme einfach einen Kaisertitel erschaffen, aber dann könnte ich halt das Achievement nicht mehr erreichen. Das heißt, ich habe heute ausnahmsweise mal mit Enterben gespielt. Das mache ich normalerweise nicht. Normalerweise werde ich die Kinder irgendwie los oder besorge ihnen, in der Regel besorge ich den Kindern einfach Titel, die sie erben können, damit sie dann aus meinem Reich rauserben. Oder schau halt, dass ich immer so viele Titel gerade habe, dass es passt. Wie gesagt, das ging jetzt in dem Fall nicht, weil ich habe halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Königstitel. Aber ich kann kein Kaiserreich gründen, weil sonst kann ich das Achievement nicht mehr bekommen. Und deswegen habe ich ein bisschen enterbt. Also jetzt gerade würde es auch zerfallen, aber es sind nur noch 2 Söhne übrig, die, ja. Gibt es einen Grund, dass du das Dynastievermächtnis nicht erweiterst? Ich weiß noch nicht genau, ob ich potenziell im Worst Case noch jemanden enterben werde müssen, damit ich dieses scheiß Achievement bekomme. Und ich will nicht alles ausgeben gerade, weil, ja. Ui, wir sind nicht mehr gedingst. Wir sind nicht mehr verbündet. Und das finde ich schade. Möchtest du einen jungen Ehemann haben hier? Das war ein gutes Bündnis. Iliana ist eine richtig krasse. Iliana ist eine richtig, richtig krasse. Der habe ich ja ganz Dänemark gegeben, basically. Und die hält Dänemark seit 30 Jahren. macht das eigentlich Sinn, am Anfang des Lebens den Lebenswandel oft zu switchen? Ich switch den Lebenswandel immer nur, wenn ich Sachen fertig mache. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das ist eine Meldung dafür, dass wir bald sterben. Oh mein Gott. Okay, mein Sohn ist gestorben. Mein ältester Sohn ist gestorben. Der wurde ermordet. Ja, wir machen dem ein ganz fettes, prächtiges Begräbnis um 460 Gold. Whatever. Ich gebe ein paar meiner Leute da auf, die ich in meinem Kerker habe. Dann geht das schon. Dann geht das schon mit dem Geld. Huiuiui. So, was ich eigentlich wollte ist, ich wollte diesem Herrn, also erstmal kann ich bestimmt jetzt wieder einen Titel schaffen.
Und dann wollte ich diesem Titel gern das hier geben. Ach so, das ist noch Fumbria. Wait. Das ist jetzt ein Fürst, Erzbischof, irgendwas, Junge. Warum kann ich diesen Titel nicht übernehmen? Jetzt habe ich da so einen Fürst, Erzbischof, Ludbert. Wollt ihr mich verarschen? Erzbischof Ludberg trifft's eher. Like. Okay. Yo, ich hab den gerade asatruisch gemacht. Lol. Dankeschön, Chat. Pias Wettanlagen sind Gefangene, ist so. So, dieses Komplott hat nicht genügend. Ich stehe vor einer kleinen Schar Trauernder. Meine Blicke wandern von einem der Hinterbliebenen zum nächsten. Dann beginne ich meine Rede. Iva hat einen einzigartigen Antrieb. Vielleicht galt er deshalb als ein feiner Herzog, eine Leistung, die womöglich niemals übertroffen werden wird. Der Grabhügel hinter mir birgt bereits ein eigens für diesen Zweck geschaffenes Schiff, aus exotischen Hölzern zusammengefügt von unseren besten Schiffsbauern. Es wird nie über die Meere der Sterblichen segeln, doch es dürfte die Götter dennoch erfreuen und dem Verstorbenen Segnungen einbringen. Gefolgsleute schaffen die letzten erlesenen Grabbeigaben hinein und dann wird der Leichnam von Iva endlich auf seiner Bahre beigesetzt. 350 Prestige dafür, dass wir 400 Gold ausgegeben haben. Heilige Scheiße. Aber dafür ist mein Stress weg, weil ich auch viel Geld dafür ausgegeben habe, dass das was wird. Also passt das schon. Hast du Iva nicht enterbt? Ja, und dann habe ich ihm den Titel gegeben. Ja. Das ändert ja nichts daran, dass ich ihm trotzdem den Titel geben kann. So, das ist mein Reich bis jetzt. Hallo, Wando. Ich kann dir leider nicht nochmal den Krieg erklären gerade. Aber dem hier. Haha. Haha. Alter, ich höre einfach nicht auf mit den Kriegen. Es ist so schlimm. Ich höre einfach nicht auf mit den Kriegen. Ich glaube, so kriegerisch habe ich noch nie gespielt. Macht denn nichts draus, jeder braucht ein Hobby. Und manche töten halt Menschen. Ja, schön. Gut, dass mein Chat das versteht. Ach, Bruder. Kinder kriegen tun wir auch noch viele, ja. Ah, ich habe zu viele Herzogtümer. Das ist für meine Armee nicht so gut. Ich habe da irgendeinen Herzogtitel noch, den ich gar nicht mehr haben möchte. Welcher war das denn? Irgendwas in England. Irgendwas in England habe ich noch, was ich nicht haben möchte. Northumbria war das? Ah, jawohl.
Das ergibt Sinn. Die ist katholisch. Wer hat denn die Sachen hier? Ratsverwalter von XY. Und wer wäre das hier? Tempelgode, Garfer Lanchester. Ist das ein guter Kerl? Oder machen wir Jorvik stärker? Ah, Jorvik ist jetzt allgemein ein bisschen schwächer geworden. Geben wir es dem. Geben wir dem noch Northumbria. Damit sich die nicht beschweren, dass wir zu viel haben. Gut, jetzt haben wir hier wieder zu viel. Oh, Jesus. So. Und dir wollte ich auch einfach das noch dazugeben. Genau. Kann ich hier noch was gründen? Herzogtum von Friesland kann ich halt nicht übernehmen, weil der Dude noch eine Sache hat. Und dem Dude kann ich aber nicht den Krieg erklären, weil ich das andere Dingsterbumster ist. Okay, dann müssen wir da ein bisschen aufpassen, wie wir das dann machen. Nö, das geht nicht. 67%. Ist das mir zu riskant? Die stirbt einfach nicht. Wie sieht's mit der aus? Kriegen wir die getötet? Oh, die kriegen wir getötet. Die kriegen wir getötet. Damit wir unsere Tochter da irgendwie reinbekommen. In das Königshaus von Estland. Ich habe so viele Töchter. Ich muss irgendwo hin mit denen. Was soll ich denn sonst mit denen machen? Ich muss ja irgendwo hin damit. Und da ist halt alles schon... So, der ist unzufrieden und die ist unzufrieden. Ich will, dass du meine Religion annimmst. Und ich will, dass du meine Religion annimmst. Geil. Ist gar nicht so schlimm. Ich will, dass die meine Religion annehmen, damit die nicht rumheulen. Okay, die will nicht. Der hat's gemacht. Sehr gut. So, dann werden wir dir doch einfach jemanden an die Hand geben, der... Ich habe so viele Enkel. Ich habe so viele Enkel. Ich habe so viele Enkel. Finde ich gegen die ein Druckmittel da oben? Ich habe so viele Enkel. Jetzt sagt er mir Großreich. Ja, jetzt sagt er mir Großreich, Großreich, Großreich. Wir wollen kein Großreich. Geh weg damit. Wir wollen kein Großreich. Wir wollen... Da haben wir schon länger nichts mehr hingepackt. So. Wer kann da heiraten? Achso, das ist immer noch der eine Sohn von mir, der soll nicht heiraten. Der hat nicht genug Geld, um sich auszulösen. Schade für ihn. Der möchte gehen. Dann soll er gehen. Das ist nicht mein Problem, dass der gehen möchte. Ey Leute, wir sind schon 69. Wir sind schon fucking 69. Haben wir das geschaffen? Ja. Warte mal, dann ist das doch eh nur noch ein Jahr. Dann ist England nur noch ein Jahr.
Aber Dänemark ist noch länger. Dänemark ist noch bis 38. Okay. Dänemark haben wir ein bisschen länger gebraucht. Jawohl. So. Oh Gott, die 16 und das ist schon ein Trunkenbold. Na, Prost, Mahlzeit. ...2,5 Jahre noch. Das ist ein Achterbahn der Gefühle einfach. Achterbahn der Gefühle. Ey, fruchtbare Lenden brauchen wir auf gar keinen Fall. Fruchtbare Lenden brauchen wir auf gar keinen Fall gerade. Mehr Kinder, nee. Nee, echt nicht. Nur Konkubinenkinder hier. Okay. Jetzt läuft da schon wieder das Bündnis aus. Hat die sich schon wieder, die hat sich von dem scheiden lassen, von meinem Enkel. Warum denn? Warum hat sie sich denn scheiden lassen von meinem Enkel? Dass die meinen, dass die den auch einfach verschmäht hat, finde ich schade. Also, finde ich sehr, sehr schade. Kriegst du eine neue, jüngere Frau. Noch 3 Jahre, ey, ich bin so nervös, Leute. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so fucking aufgeregt. Oh mein Gott, wie viele Jahre wir darauf hingearbeitet haben einfach. Der ist jetzt mein Ratskanzler geworden mit fucking Diplomatie 4. Ich studiere die alten religiösen Texte und die Schriften der Gelehrten. Und sie sind offenbar alle einig, dass die Welt wird 6000... allerdings drängt mein Sohn Hörgen mich, dies für mich zu behalten. Überlasst das den Ältesten und vermeidet jede Panik. Panik. Nee, ich will nicht zynisch werden. Nee, ich will nicht zynisch werden. Zynisch gefällt mir nicht. Ich will nicht zynisch werden. Zynisch bedeutet, dass ich mich im Alter um Dinge kümmere, um die ich mich gerade gar nicht kümmern möchte. Ich will mich gerade nicht um Dinge kümmern.
Ich will eigentlich auch niemanden mehr töten. Alles viel zu riskant. Einfach nichts mehr tun. Einfach nur noch. Schau, dem kann ich noch zum Beispiel. Nee, warum soll ich dem was schenken? Scheiß auf den. Den König Estland-Dude, der da keine Dings mit mir möchte und seine. Du wirst eh abgewählt. Du wirst eh abgewählt, interessiert eh niemanden. Niemand bewegt sich. Für wie lange, Königin? Mindestens 2 Jahre, um sicher zu gehen. Ich sehe ihn getötet. Geheimnis aufdecken. Oh, ich müsste den erst erpressen. Interessiert mich alles nicht. Interessiert mich alles nicht. Alter, ich sehe, wie meine ganzen Kinder gerade erwachsen werden. Wie meine ganzen Kinder gerade erwachsen werden. Und dann heiratet sie den 56-Jährigen. Jo. Nee, das war meine Tochter. Das war meine Tochter, das Konkubinenkind. Der ist erwachsen geworden. Sehr schön, der kleine Mann. Ich habe halt auch schon Urenkel einfach. Ich habe einfach schon Urenkel. Und dieser Spielstand wirkt bis dato so, als würde ich eventuell auch noch meine Ururenkel mitbekommen. Weil wenn ich da nochmal 10 Jahre kriegen sollte, dann, oh mein Gott, England ist durch. Leute, England ist durch. Oh mein Gott. Ja, weiß ich, Cesar, weiß ich. Aber ich kann ja trotzdem nichts dagegen tun. Und wieso heißt der Törichte? Weil er mal Mist gebaut hat. Vor 30 Jahren. Ja, ich hatte vor 30 Jahren mal ein Event, wo ich nicht so viel Glück hatte in der Auswahl der Dinge. Und das Spiel hat mich sehr direkt abgemahnt. So, das ist alles asatruisch und it's fucking beautiful. Und jetzt machen wir da oben weiter. Das soll alles wundervoll asatruisch werden. So, hier ist alles schon schwedisch. Wir müssen uns darum kümmern, dass das hier auch alles schwedisch wird, ne? Fangen wir im Ostfriesland an. Oh, ich habe noch eine Enkeltochter bekommen, diesmal von meinem anderen Sohn. Oh, wie nennen wir dich? Anna, Güla, Ingeret, Hafred. Oh, die Namen verändern sich jetzt, weil es schwedisch ist und nicht mehr nordisch. Das heißt, die Namen haben jetzt eine Entwicklung. Geil, Aletta ist schön. Aletta ist ein schöner Name. Der ewige Ratskanzler hat jetzt 5. Ich kann ihn wieder austauschen. Oh Gott, danke für den Hinweis. Oh nein, kann ich nicht. Egal. Einfach nichts machen, was mich stressen könnte. Einfach noch ein Jahr durchhalten. Nichts machen, was ich mich stressen könnte. Einfach nur atmen. Mach nichts anderes, außer zu atmen. Ja, bei Bildung kann ich ihn nicht packen, weil der sonst wieder erben kann. Das ist einer meiner Söhne, die ich auf das Abstellgleis gestellt habe. Oh, was wir noch machen können ist, schwedisch reformieren. Also kriegerlustig finde ich immer noch sehr gut. Und kriegerlustig möchte ich auf jeden Fall erstmal beibehalten. Aber wir wollten ja
versehrten Verehrungen wollten wir haben. Ich habe nur Angst, dass es das abbricht, wenn mein Dude stirbt. Weil 30 Jahre lebt er nicht mehr. Ah, das Großreich kostet ja auch noch. Danke für die Vorwarnung. Ich hätte da jetzt fast einen Blödsinn gemacht. Oh mein Gott, ich hätte da jetzt fast einen Blödsinn gemacht. Das wäre ultra bitter gewesen. Oh mein Gott, weil ich da nicht genug Prestige gehabt hätte. Oh mein Gott. Ich hätte mir so in den Arsch gebissen. Heilige Scheiße. Nein, nein, kann er nicht, Mo. Nur wenn er aus dem Rad fliegt, bevor ich sterbe. Das braucht nämlich ein bisschen, bis es dann wieder zählt, quasi. Ey, ich bin richtig aufgeregt gerade. Oh lol, nein, 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 nein. Wir machen jetzt keinen Kampf mehr mit einem Rivalen, um Gottes Willen. Keinen Kampf mehr mit einem Rivalen. Wir wollen das unbedingt jetzt schaffen. 38. Ein Jahr noch. Ein Jahr noch. Ja, aber nichts erreichbar, Informant. Einfach Finger weg von Maus und Tastatur. Nichts mehr bewegen. Das ist bis jetzt mein Lieblingssong bei dir. Oh, das ist voll süß. Dankeschön. Also wenn man bei der Dynastie guckt, du bekommst hier 80 Jahre und mehr Lebenserwartung plus 5, aber da kommen wir nicht hin, das können wir uns nicht leisten noch. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin so aufgeregt, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt einfach... Wir müssen das jetzt durchballern. Ich habe jetzt keine Zeit für irgendwas anderes mehr. Ey, die müssen alle zu Odin beten. Die müssen alle zu... Warum ist mein Sohn rausgefallen als Gode? Warum ist mein Sohn rausgefallen als Gode? Ah, weil er ein Druckmittel benutzt hat. Ich krieg den auch nicht tot. Ich will nicht sagen, dass ich genervt bin. Ich will nicht sagen, dass ich genervt bin, aber ich bin gerade unfassbar genervt. Nee, weil es ja trotzdem, nee, es wird ja trotzdem zerfetzt einfach. Das ist das, das Reich wird ja trotzdem zerfetzt, potenziell. Und das ist eher nervig. Wir arbeiten daran, den umzubringen. Wir machen jetzt erstmal das Großkönigreich. Ja, ich will halt nicht, dass ich dann so wenig Königstitel behalte. Das ist das. Ich will nicht so wenig Königstitel haben dann. Ich habe mir viel mehr Königstitel verdient. Ich habe Angst, dass das Spiel crasht, wenn ich es zu schnell hochdrehe. Hallo Eumelino.
Dynastie der vielen Kronen ist OP. Du, ich werde das darauf auf jeden Fall hinarbeiten. Aber erst das eine, dann das nächste. Erst das eine, dann das nächste. Wer ist da gestorben? Ach, meine Tochter war... ja, konnte die wieder in meinen Hof kommen? Ja. Dann kann sie bei mir als Schild... Schildmaid weiter leben. Nach der Union die Religion reformieren. Oh Gott, nein, 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 nein. Habe ich auch überlegt zuerst. Aber ich möchte zu... Ich möchte rüber reformieren, dass... Also wir wollen ja ein Matriarchat spielen. Das war ja die Idee mit dem Hexenrun. Dass wir quasi eine Frauendynastie spielen. Und... Bin ich dadurch gerade feudal geworden? Oh, dadurch wird man feudal. Ihr habt die Nordsee erhalten, eure Regierungsform wurde zu feudal geändert, alle Stammesbesitztümer reich werden Burgbesitztümer, meine Stammesvasallen wechseln zum Feudalismus, ihr habt Hochkönigreich der Meere erhalten, ihr hielt den Spitznamen der Seekönig, die Nordsee wurde de jure Lehnsherr von Königreich von England, die Nordsee wurde de jure Lehnsherr von Königreich von Dänemark, ich hab die verbündet, ne? Das ist jetzt alles fucking de jure und Hochkönig der Meere ist plus 10 Jahre Lebenserwartung. Alter, wir haben die Nordsee. Es heißt einfach fucking Nordsee. Wir haben halt viel weniger Mann als vorher. Was sehr sad ist, weil wir kein Stamm mehr sind. Und wir damit uns das Feudalwerden quasi, das individuelle Feudalwerden gespart haben. Was aber völlig fein ist, weil wir müssen sowieso feudal werden. Und damit haben wir es dadurch gemacht. Aber wir sind einfach fucking König des fucking Nordens. Wir haben einfach, das ist einfach geil. Also, heilige Scheiße ist das geil. Warum liebt mich meine Frau nicht mehr, obwohl ich jetzt so krass bin? Hallo, ich bin der fucking Seekönig. Kannst du ein bisschen mehr Liebe für mich haben, bitte? Ehe-Vibe. Ich bin der fucking Seekönig. Das kann doch nicht wahr sein. The King in the North, ey, es ist geil. Ey, das ist einfach geil. Ja, wir waren früher der Törichte und jetzt sind wir der Seekönig und ich bin gerade so, Alter, ich bin gerade so excited. Ich habe einfach dieses Achievement gerade geschafft und ich bin einfach nur excited gerade. Das ist so cool. Holy shit. Und jetzt machen wir Dynastie der vielen Kronen, oder? Dynastie der vielen Kronen und das Pontifikat vernichten kommt auf jeden Fall jetzt mit rein. Oh mein Gott, ey, geil. Seine Großmutter ist stolz auf ihn und trinkt ein Maß für ihn. Das ist mein zweiter Spielcharakter, ne? Ich glaube, ich hatte noch nie einen Run, in dem ich so schnell, so effizient war. Wir spielen auf Iron Man, das heißt, wir haben keine Mods drin, wir spielen Vanilla auf Iron Man. Wir sind nicht über die 400er-Schwelle beim ersten Charakter gegangen. Wir haben nie neu geladen oder irgendwas anderes. Und es ist mein
zweiter gespielter Charakter und ich bin mit dem zweiten gespielten Charakter, obwohl wir als Graf mit einer Grafschaft begonnen haben, Hochkönig, der Seekönig Dingsterbumster geworden. Ich bin ein bisschen proud gerade und wir hatten sehr, sehr viel Glück bei dem Run. Holy shit. Ich habe jetzt einen Thronsaal, jawohl. Erbfolge ändern, bevor das Reich zerfällt. Kann ich nicht. Also ich kann jetzt das machen. Aber ich komme immer noch nicht weiter als begrenzte Lebensautorität. Ich müsste, damit ich die Erbfolge ändern, also ich brauche halt, ich brauche für die Erbteilung, brauche ich Erbherrschaft. Und die schwedische Kultur hat Erbherrschaft noch nicht. Erbherrschaft ist hier. Und wir sind noch nicht im Frühmittelalter. Wir sind jetzt zwar aus der Stammesepoche raus, quasi, aber wir sind trotzdem noch nicht im Frühmittelalter. Und da kommen wir, wie es aussieht, auch erst in 33 Jahren hin. Da komme ich nicht drum herum. Aber das ist ja auch egal. Also es zerfällt auch nichts, weil ich bin Hochkönig, es bleibt eh alles in meinem Reich. Und ich werde die einfach loswerden dann mit meinem Erben. Also dann spielen wir wieder gegen die anderen. Das passt. Wir brauchen jetzt nichts mehr enterben. Wir haben ein Kaiserreich. Also mir ging es halt darum, dieses Achievement zu schaffen. Und dass dieses Reich jetzt quasi wieder lebt und wächst und schrumpft und pulsiert, ist wieder voll fein. Also ich werde jetzt nichts mehr enterben. Ich wollte einfach nur das einmal haben. Und jetzt wollen wir ja sowieso Dynastie der vielen Kronen. Und da brauche ich, glaube ich, wie viele Königreiche brauche ich? Weiß ich gar nicht. 10. Ja, 10 Königstitel in meiner Dynastie, die nicht in meinem Reich sind. Also ist eh nicht schlecht, wenn es zerfällt. So, gut. Wir schauen uns jetzt erstmal unseren Thronsaal an. Der ist nämlich der ist Stufe 3 und das ist extrem sad. So. Das heißt, wir haben jetzt erstmal Hofartefakte. Wir haben das Hausbanner von Mens Dotter. Und das kommt erstmal hier. Oh, das sieht geil aus. Und dann haben wir noch ein Dynastiebanner und das packen wir hier hin auf die Seite. Sehr schön. Und dann können wir uns darum kümmern, uns geile. Das schaut auch einfach hübsch aus. Aber wir können uns jetzt darum kümmern, uns da bessere Sachen zu holen, auf jeden Fall. Wir haben einen Kriegshof. Was bedeutet das? Ritter-Effektivität, mächtige Vasallangebot, Kriegsvolk, Konter, ja, wir wollen den Kriegshof behalten auf jeden Fall. Und was ist die Hofsprache? Nordisch. Das könnte ich theoretisch gesehen, könnte ich das jetzt wechseln? Nein, könnte ich nicht. Spreche ich Nordisch und nicht Schwedisch immer noch? Ist die Sprache von Schwedisch immer noch Nordisch? Jawohl, dann passt das perfekt, dass der Thronsaal Schwedisch ist. Das soll auf jeden Fall so bleiben. Gut, dann wollen wir auf jeden Fall geile Verpflegung haben. Das ist ein bisschen teurer, aber lasst uns zumindest so auf bessere Verpflegung gehen und auf ein bisschen mehr Dienerschaft für den Anfang. So, das kostet mich Geld, aber dass wir zumindest hier ein bisschen einen besseren Hof für den Anfang bekommen. Geil. Wir können jetzt ein Dynastievermächtnis wieder auswählen. Gehen wir auf zusammenlaufendes Blut. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann wollen wir in unserer Hauptstadt, dieses Dunkelblau ist wunderschön und ich bin einfach gerade nur glücklich. Heilige Scheiße. Diese ganzen Gebäude haben sich automatisch geändert, was extrem viel wert ist für uns. Wir können jetzt aber auch einfach eine Stadt bauen. Wir haben hier schon eine Stadt. Einköping heißt die. Und wir können, Östhammer ist einfach noch eine Burg, ne, die wir da bauen können. Und hier können wir auf jeden Fall einen Handelshafen errichten, weil der ist ordentlich was wert. Und hier, was haben wir denn hier? Bollwerk, Weiler, Holzkaserne, Gehöfe. Das ist eigentlich alles ganz gut. Lass mal nur die Kaserne auch verbessern. Das ist eigentlich auch ganz nett.
So, den Tempel können wir noch nicht verbessern, aber wir können auch hier... Dieser scheiß Erzpriester, ey, wirklich. Den will halt niemand haben. Gehen wir nochmal auf Höfe und Felder, dass wir da einfach ein bisschen mehr Geld machen damit jetzt. Dann ist das ganz gut. Gab es denn Steam Achievement? Sollte das eigentlich? Dankeschön, Nadiel, für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Wir können immer noch erobern. Oh mein Gott. Dadurch, dass wir immer noch nordisch sind, wir sind feudal, aber können dadurch, dass wir immer noch nordisch sind, können wir immer noch erobern und das ist so viel wert. Okay. Wir können ein Artefakt in Auftrag geben. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Wir wollen ein gutes Möbelstück in Auftrag geben. Wir wollen eine Jagd veranstalten, um unser Prestige weiterzuheben. Was ich ganz gut finde eigentlich. Und was wollen wir noch? Mein Spielererbe, das haben wir auch alles. Das passt. Jetzt haben wir Fraktionen gegen uns. Warum? Das sind immer die gleichen Idioten. Das sind immer die gleichen Leute, die nerven. So, was möchte die? Meine Schwiegertochter Astrid war wegen ihrer Eskapaden im betrunkenen Zustand schon früher oft Gegenstand des Hoftratsches. Doch in letzter Zeit scheint sie sich auf bislang Beispielloses zu kaprizieren. Sich am Vormittag zu betrinken, am Hof der Burg einzuschlafen, am Nachmittag in die Taverne zu stolpern und am nächsten Tag mit einem Kater in den Ställen aufzuwachen. Das vorkommende Verhalten von Astrid ist einfach eine Peinlichkeit für alle, die in Stiguna leben. Ich kann sie zu einem Hof nahe machen. Jetzt ist sie mein Hofner. Das ist aber praktisch. Du kannst sie heilen. Ja, klar kann ich sie heilen, aber niemand will sie heilen. So. Wir haben neue Sachen, die wir hier füllen können. Wir wollen auf jeden Fall einen neuen Erzjägermeister. Oh mein Gott. Und der kommt auch da gut dafür ran. Wir wollen einen guten Leibwächter haben, weil wir sind ein extrem wichtiger Mann. Und wir wollen auf jeden Fall einen Stallmeister haben. Geil. Alter, wir sind das Königreich im Norden und es sieht so geil aus. Ich bin so excited. Heilige Scheiße. Das sieht so geil aus. Oh mein Gott. So, und dann machen wir einmal Hofhalten. Auf meinem Thron sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein. Einige stellen sich vor meinem Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommen sämtliche Bewegungen im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt. Vor mir stehen drei Bittsteller in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. So. Mein Lehnsherr, sagt Herzog Stücka, wer ist das? Vasall von mir. Mit strenger Stimme. Ich bitte darum, dass wir eine Untersuchung bezüglich eines berüchtigten Predigers in Sigtuna einleiten. Dieser Prediger ist, wie soll ich sagen, sie ist eine Frau. Das steht nicht in Übereinstimmung mit unserem Glauben. Herzog Ani unterbricht Stücka, indem er die Hand hebt und einen Schritt nach vorne macht. Mein Lehnsherr. Auch wenn die Einschätzung von Stücka diesbezüglich richtig ist, so ist es der einzige Fehler dieses Predigers. Alles, was sie lehrt, steht in Übereinstimmung mit unserem Glauben. Aber wir wollen doch eine Frauendingsterbumster werden. Wir brauchen Leute, die unseren Glauben verbreiten. Ja. Oh mein Gott, ich habe die getötet. Ich glaube, das war nicht ich, oder? Frauen sind doch in Azotru akzeptiert, Wood, oder?
Ja, aber nicht alle meiner Gebiete sind asatruisch. Nicht alle meine Gebiete sind asatruisch und das macht gerade das Problem. Ach, das passiert beim Hofhalten. Okay. Meine Vasallin Herzog Iliana nähert sich dem Thron mit einem jungen Mann im Schlepptau. Ja, das ist die in Dänemark. Mein Lehnsherr und Hochkönig, spricht sie und fährt fort. Meine Bekanntschaft Philipp Swann wünscht sich, in eurem Champion-Gefolge zu dienen. Gebt ihm die Gelegenheit, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Er kennt sich mit dem Schwert aus und wird euch nicht enttäuschen, wenn es drauf ankommt. Ja, sicher furchtbar, oder? Nein. Geil, du bist mein Leibwache. Nice, du bist ein super krasser Dude. Willkommen in meinem Job. So, und dann haben... Oh mein Gott. Liebesbläschen. Und einen 14-jährigen Verlobten. Das ist ein bisschen traurig. Meine Vasallenherzogin Ingeborg steht mit besorgtem Blick vor mir. Mein Fürst, Akke Styr, ein Adeliger aus Upplönd, ist der Grund, aus dem ich hier bin. Herzog Elkir von Bexlagen hat ihn aus trivialen und absurden Gründen eingekerkert. Mir blutet das Herz, ob der elenden Zustände, die meine arme Bekanntschaft erdulden muss, du meinst dein zukünftiger Ehemann. Bitte zeigt ihm Gnade und ordnet an, dass er freigelassen wird. Lasst Acke frei. Dann mag der mich nicht, ne? Erik muss einen guten Grund gehabt haben. Ab mit dem Kopf, weg mit dem Problem. Hi, Bauschaum. Bitte tschüss, Bauschaum. Und danke fürs Reinschauen. Gut. Ab mit dem Kopf und weg mit dem Problem. Das... Guckt euch den Dude an, als ob er nicht genau das gesagt hätte. Meine Aufgaben sind hier erledigt. Sehr schön. Als ob er nicht genau das gesagt hätte. Ich bitte euch. So. Und jetzt müssen wir den Dude da tot bekommen. Wie lange darf der denn hier bleiben? Bis 1977. Junge, der wird mich überleben, der Mann. Der wird einfach länger überleben als ich. Und das ist furchtbar. Und warum trägt die eine Krone? Mein begünstigte Torf hält mir eine winzige Kiste entgegen, die mit haarfeinen Gravuren versehen ist. Die Vorarbeit für euren jüngsten Auftrag. Ich will nicht, dass sie einfach weggeworfen wird. Wir könnten eine Verwendung für das teure Ding finden. Wir könnten ein Relikt unserer Tage darin verwahren und es irgendwo vergraben und so ein Andenken unserer Zeit schaffen, das die Kinder der Zukunft entdecken können. Jawohl, wir sind jetzt noch Poet geworden. Heilige Scheiße. Wir sind einfach alles, was diese Kultur und Dynastie jemals gebraucht hat. Dieses Dunkelblau, es ist wunderschön und es erinnert mich daran, dass wir uns den Norden doch noch holen sollten, alleine weil das da oben auch dunkelblau ist und es ist dunkelblau, es sollte mir gehören. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht und wie ihr das seht, aber ich finde, dadurch, dass das da oben auch dunkelblau ist, steht es mir einfach zu. Wir sehen das auch so, ja. Danke. Das beruhigt mich. Ich will nur echt nicht mehr selber in meiner Armee kämpfen. Ich könnte noch mehr Geld ausgeben für den Hof, ja, aber mache ich gerade noch nicht. Also Skandinavien und die Bretagne gehört in ihre Hand, Königin. Es ist großartig, dass der Chat das gleich sieht wie ich. Das ist wichtig und großartig. Aber es gefällt mir nicht, dass wir 20.000 Mann verloren haben. Das gefällt mir in der Tat überhaupt gar nicht.
Naja, die Armee kostet jetzt Gold. Ja, wir sind kein Stamm mehr und deswegen haben wir, das ist normal. Wir verdienen jetzt mehr Geld, aber dafür kostet die Armee auch mehr Geld. Also das ist halt leider so ein Aspekt. Aber dafür haben wir viel mehr Gebäude, mit denen wir Geld. Also es ist gut, dass wir ein Stamm, dass wir feudal geworden sind. Es ist wirklich, wirklich gut, dass wir feudal geworden sind. Das muss man an der Stelle sagen. Es ist nur trotzdem auch sad. Also wir müssen feudal werden, um weiterzukommen in dem Spiel. Sonst wird das nix. Aber es ist halt obviously auch einfach ein bisschen sad. Flieht der darüber? Wenn der versucht, meine Hauptstadt einzunehmen, kriege ich einen Anfall. Oh, ich mache bis 21 Uhr oder sowas, Jolkrit. Weiß noch nicht genau. Mal gucken. Ich bin gerade sehr in Stimmung. Oh, noch ein kleines Mädchen. Asa ist ein schöner Name. Oh, ich kriege so viele wundervolle Enkeltöchter gerade. Es ist einfach großartig. Es ist einfach, die ist einfach sehr 16. Kampfgeschick, ey, das sind so tolle Kinder. Das sind so wundervolle, tolle Kinder. So, und der sollte eigentlich wieder mein Gode werden. Eigentlich. Wenn der Typ sterben würde. Aber ich werde den einfach nicht los. Ich werde den nicht los. So. Nee, das wird nichts. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den, dass wir das hinkriegen, ist einfach zu gering. Unser Hund ist gestorben. Der Hund ist gestorben. Aber wir können den Hund jetzt in unserem Dingsterbumster aufhängen. Ich habe dafür gesorgt, dass der Hund für immer bei uns bleibt. Das gegerbte Fell Nox. Das Fell ist von guter Güte. Nox hängt jetzt für immer im Thronsaal. Nein, das ist einfach, damit er bei uns bleibt. Warum habe ich das denn nicht einfach aufdecken lassen? Ach, das ist einer meiner enterbten Kinder. Das ist einer meiner enterbten Kinder. Ich habe aus Versehen aufs Falsche drauf gedrückt.
Und der hat jetzt aufgedeckt, dass ich eine Hexe bin und glaubt, dass das in irgendeiner Weise problematisch werden könnte. Ja, gut. Mein eigener enterbter Sohn versucht mich zu erpressen. Womit habe ich das verdient, Leute? Erklärt es mir. Womit habe ich das verdient? Mein eigener Sohn. Alter, wie viel Geld das jetzt kostet alles. Wie viel Geld das jetzt alles kostet. Mann, ist der Chat heute blutrünstig. Der Chat spiegelt immer nur den Streamer wieder, habe ich gehört und gelernt. Deswegen... I guess that's okay. Herzog Sticker und Erzpriester Ludbert gehören zu den stärksten Vasallen meines Reichs. Ich weiß nie, wie man sie zufriedenstellen kann, da sie nicht für Ärger sorgen. Vielleicht bewirken ja Schmeicheleien etwas. Wer würde sich denn nicht freuen, wenn etwas im eigenen Namen erschaffen wird? Und ich hasse genau das Richtige erschaffen. Meine begünstigte Tourflat soll Bescheid bekommen, dass ihr Meisterwerk meinen vertrauenswürdigsten Vasallen und Beratern gewidmet werden soll. Andererseits ist es aber mein Artefakt. Von daher sollte ich vielleicht einfach... Ja, dann mögen die mich. Aber ich muss den auch eigentlich gar nicht mehr loswerden, weil der gerade echt hochfährt mit Bildung. Also ist gerade gar nicht so schlimm, wie ich ursprünglich dachte. Ich würde nur gern diesen Krieg hier beenden, weil der echt teuer ist, der Krieg. Und ich das sehr unterschätzt habe, wie teuer Kriege sind, wenn man feudal ist. Jetzt wäre ein Kreuzzug gegen uns auch nicht mehr so schön. Jetzt haben wir keine 30.000 Mann mehr, sondern nur noch 12.000. Aber dafür können wir, glaube ich, auch mehr... Ja, wir können jetzt ein Kriegsvolk mehr ausheben. In der Theorie. Das heißt, wir können uns jetzt noch Onager holen. Die sind zwar teuer, aber dann nehmen wir in Zukunft diese Gebäude viel schneller ein. Gegen die Mauern und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz gut eigentlich. So, und dann haben wir hier noch mehr Geld und dann passt das schon. Dein Ratskanzler ist halt ein Witz. Ich krieg den, glaube ich, aber auch immer noch nicht raus. Ich krieg den immer noch nicht raus. Der hat sich auch mit einem Druckmittel bei mir reingesetzt. Und, aber den kriege ich im Gegensatz zum anderen getötet. That's at least something. Dankeschön, Vikora, für die 100 Bits. Und ganz viel Spaß ja weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit, ob solche Reformen vom Schwedisch-Dingsterbumster zerfallen, wenn ich sie nicht abschließe, bevor ich sterbe? Oh, jemand will meinen Spielererben töten. Jemand will meinen Spielererben töten. Das ist extrem kritisch. Ah, wir haben so eine kleine Schmuck, so ein kleines Schmuckding da gerade bekommen, ne? Das wir jetzt da auch noch hinstellen können. So eine Schmuckschatulle. Hübsch. Damit sollte die Hofpracht noch ein bisschen hochgehen. Na,
Die Hofpracht ist noch eher am Arsch. Ah, okay, wir sind unter der Erwartungshaltung von dem, wo wir sein sollten. Ja, aber ich verdiene auch noch nicht genug Geld, um... Also... schwierig. Nice, Refog. Sehr, sehr cool. Die Kultur müsste weitergehen, auch bei Herrscherwechsel. Okay. Geil. Dann wissen wir auf jeden Fall, was wir gleich noch machen werden mit dem Charakter, bevor wir sterben. Und mit dem nächsten reformieren wir dann die Religion. Und das bietet sich gut an, dann die Frauen quasi reinzupacken, weil Tiara halt echt die erste Hexenkönigin werden könnte. Das funktioniert dann richtig, richtig gut, I guess. Wenn wir dann quasi mit ihm die Religion reformieren. Nicht, wenn er davor stirbt, das wäre scheiße. Aber er hat nicht so viel Bildung, aber das kriegen wir trotzdem. Na, wobei, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Der Kleine hat auch keine Bildung, ja. Ach, Katastrophe. Ja, kriegen wir trotzdem hin. Kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Ach, ich habe die Frau von meinem jüngeren Sohn zu einem... Oh. Oh, das ist seine Frau. Eieiei. Ja, ich bin vielleicht wirklich alt und grausam mittlerweile. Ich bin vielleicht wirklich alt und grausam mittlerweile. Ja, ich habe Schwiegertochter irgendwie überlesen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich habe Schwiegertochter wohl irgendwie überlesen bei der Entscheidung. Das war, ja, ups. Ups, ups. So. Geil. Jetzt sind wir da oben noch ein bisschen größer geworden. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich will den nicht direkt unter mir haben. Ich will den nicht direkt unter mir haben. Gut. Wir machen halt so wenig Geld. Also jetzt müssen wir auch die Armee gerade wieder reparieren, aber wir machen so wenig Geld mittlerweile. Das ist eigentlich nicht so gut. Wir müssen uns eigentlich mal überlegen, ob wir uns dieses Eck hier einverleiben wollen. Und wenn ja, wie? Und wenn ja, wie? Wir brauchen auch auf jeden Fall einen neuen Vorkoster. Wo war das denn genau? Konstantinopel plündern. Ja, das ist schon meins, aber ich krieg nicht so viel Steuern draus, wenn ich nicht die Grafschaft in meinem eigenen persönlichen Besitz habe.
Dankeschön, Freizwerk, für die 13 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und wir gehen jetzt nochmal auf Ritterlichkeit in den letzten Jahren, um unser Prestige zu erhöhen. Kann man das Feudal überhaupt noch plündern? Ich glaube, als Nordmann habe ich da nicht diese Sonderregelung, dass ich das noch darf? Jupp. Weil meine Kultur es erlaubt. Ich habe eine plündernde Kultur und deswegen geht das noch. Das ist ziemlich geil. Das heißt, ich könnte theoretisch gesehen... Bitte nehme ich selbst aus der Armee raus, verdammte Kacke. Gucken wir mal, wie viele Plünderer wir da kriegen. Aber dann könnten wir mal den ganzen, ganz Frankreich mal ein bisschen plündern gehen. Die haben eh gerade Stress mit Kriegen, die haben eh gerade keine Zeit, sich zu wehren. Deswegen bietet sich das gut an. Hallo, keine Ahnung. Für den Prestige ist es auch ganz gut, dass wir die Kultur noch starten können. Lieber den Prestige von dem alten Mann noch ein bisschen, das Prestige von dem alten Mann noch ein bisschen ausgeben, als das dann in der nächsten Generation machen zu müssen. Right? Ey, die ist großartig, die kleine Tochter hier. Die ist absolut großartig. Aber ich möchte, dass du noch... Ich möchte, dass du noch... Russisch lernst. Jawoll, wir sind den ganz furchtbaren Ratskanzler losgeworden. Großartig. Und setzen wir uns jetzt stattdessen Herzogin Iliana da rein, da wo sie hingehört. Ja, nimm den. Alles gut. Nimm den. Den brauche ich nicht. Und wir plündern unterdessen hier in dem Gebiet, yo. Der wird nichts machen können dagegen. Ja, für meinen Geschmack bin ich jetzt halt irgendwie wieder zu lange am Leben. So, was haben wir hier? Rüstungsinspiration. 100 Gold. Bau, bau, bau. Let's go. Kann ich andere alte Rüstungen einschmelzen lassen? Ich frage vor einen Freund. Ich wollte das nochmal generell wissen, ob das geht. Ach guck, der mag mich jetzt. Aber, Alter, der sieht fertig aus. Der wird nicht mehr lange leben, König Otto. Doch! Ach krass, doch würde er, wie es aussieht. Einen ritterbezogenen Bonus klingt gut. Ritterbezogener Bonus klingt richtig gut. Mit welcher Grafschaft hast du angefangen? Mit welcher Grafschaft haben wir angefangen? Ich glaube, wir haben... Haben wir nicht mit dem Gotland angefangen? Ich glaube, das Gotland war das Einzige, was wir hatten, ne? Am Anfang. Was mich daran erinnert, dass wir im Gotland die Stadtbefestigung Visby bauen könnten. Und später noch und so weiter. Und... wir können hier eine Stadt bauen. Ah, können wir noch nicht, weil wir keine Stadtplanung haben. Aber wir sollten unbedingt eine Stadt hier bauen,
und sollten sie Myra nennen. Ich finde, das wäre mega fancy, wenn wir auf der Anfangsinsel dann, was eigentlich mit der Armee, die plündert, da unten, wenn wir auf der Anfangsinsel quasi, wo wir mit dem ersten Charakter, der Myra geheißen hat, also einfach eine Stadt bauen würden, die dann so reinknallt. Und die dann richtig krass ausbauen und alles. Und dann haben wir so eine Erinnerung, weil sie die Dynastiebegründerin war quasi. Als Stamm brauchst du keine Kriegskunde. Als Stamm kannst du einfach sagen, ich will Krieg. Und das funktioniert. Schaffst du es, Paris zu plündern? Ja, aber es bringt mir nichts, darüber zu gehen, weil ich da nur 33 Gold bekomme und hier am Rand, ich kriege halt von der Stadt hier auch 33 Gold. Dann bringt das nichts, das Risiko einzugehen, bis da runter zu laufen, weil ich ja hier auch einfach rich werde gerade. Also ich kann da nächstes Mal direkt reinfahren, dann bin ich da direkt drin und so. Aber jetzt wird es halt nichts bringen, weil dann laufe ich da Ewigkeiten runter und habe nichts davon. Dankeschön, Daichan, für den verschenkten Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich habe die nordische Sprache viele Monate lang studiert. Diesen Brief habe ich persönlich in meiner nordischen Schrift verfasst und euch gewidmet. Eine Freundschaft von jemandem, der auch Sächsisch sprechen kann. Ich will halt, dass der nordisch wird. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Meisterlich habe ich noch nie gesehen. Das ist ziemlich cool. Aber es gibt nur 0,16 statt 0,14. Aber es gibt Anziehungsmeinung plus 8. Das ist schon geil. Das ist schon echt geil. Holy shit. Ach, ich muss ja gar nicht über See fahren. Ich kann einfach da reinlaufen. Ist ja auch schon mein Gebiet hier. Ups. Vergessen. Kann hier auch einfach plündern. Tschüss, Jackie. Auf Marschkalender in Öppland gebaut. Nice. Kann sein, dass deine Internetleitung es nicht mitmacht, Lalli. Dann vielleicht Qualität ein bisschen runterstellen? Das Nordseereich entstand ursprünglich unter Knut dem Großen im Jahr 014 und hielt nur bis 035 und erlosch gänzlich im Jahr 042 unter dem Sohn Hartknut. Vielleicht hätten sie ihn nicht Hartknut, sondern Großknut nennen sollen. Vielleicht wäre es dann besser gelaufen. Es tut mir leid. Ich fühle mich schlecht, ich schwör's. Als Hochkönig bin ich regelrecht von Leuten umzingelt, die sich schier dabei überschlagen, mir zu erzählen, wie groß und mächtig ich bin. In der Regel lasse ich dies einfach an mir abperlen. Eine solche Speichelleckerei ist zu erwarten, wenn die Verzweifelten sich jemanden von meiner Stellung ausgesetzt sehen. Heute jedoch ist das Ganze unerträglich geworden. Mein Sohn Snorri hielt es für passend, mich beim Frühstück zu stören und mir mitzuteilen, dass sich seiner Auffassung nach selbst die Flut schon auf eine kleine Andeutung eines Befehls meinerseits hin wieder zurückziehen würde. Obwohl dies so falsch ist, dass es mir fast den Magen umdreht, hat es mich dennoch auf eine Idee gebracht. Okay, probieren wir mal aus. Auf zum Strand. Da ich heute nichts Besseres zu tun habe, zwinge ich meinen gesamten Hofstaat, den Nachmittag mit mir am Meer zu verbringen. Alle müssen dabei zusehen, wie ich in meinem Krönungsornat auf meinem Thron sitze und das Meer anherrsche. Es möge seinen Vormarsch in Richtung Festland einstellen. Selbstverständlich gehorcht mir das Wasser nicht. Nach 5 Minuten haben meine Anhänger meine Absicht begriffen.
Nach 5 Stunden, dass die Wellen schließlich gegen meine Füße schwappen, begreifen sie auch endlich, wie groß meine Entschlossenheit ist. Ich bin der Hochkönig und ich lasse mich von niemandem zum Narren halten. Ich bin nur ein Sterblicher und ich kenne meine Grenzen. Ihr solltet das auch können. Seht, wie nutzlos die Macht von Herrschern ist, wenn man sie mit dem von Odin vergleicht. Wo wahre Macht liegt und dann einfach heilige Scheiße, damit könnten wir halt unsere Frömmigkeit mega krass draufbauen und das ist ein mega geiler Move. Aber wir brauchen das Prestige gerade, deswegen mache ich es nicht, aber es ist ein mega cooles Event. Es ist ein mega, mega cooles Event. Das Problem ist, ich brauche das halt, weil ich gerade noch was bei meiner Kultur reformieren möchte. Deswegen... Alter, wie viele Sachen ich habe. Kann ich mit dem auch irgendwas machen? Kann ich das auch verkaufen, oder? Ketten von Mannas Dotter. Das werde ich mal meinem ältesten noch lebenden Sohn schenken. Nee, ich behalte das für meinen Erben. Dann kann er die Sachen verschenken und kriegt dafür bestimmt Boni. Oh, ich wurde verwundet von diesem Rivalen von mir. Und ich habe die Eigenschaft verwundet verloren, weil meine Ärztin absolutely insane ist. Krass. Das habe ich nicht erwartet. Aber die ist einfach nur insane. Instant damit durch gewesen. Wie viel Geld wir gerade auch sammeln. Oh, eine Enkelin von mir wurde... Da war noch eine begriffsstutzige Enkelin. Okay. Ich erledige das mal eben ganz kurz mit dem Bauernaufstand. Meine Enkelin wurde getötet. Ich meine, ich habe Glück, weil es ist eine begriffsstutzige Enkelin, die getötet wurde. Aber das ändert nichts daran, dass es meine Enkelin ist und ich das nicht zulasse, dass die einfach so getötet wird. Was mich daran erinnert, können wir jetzt eigentlich langsam mal den Rest vom Friesland einnehmen? Das Friesland sollte auch noch zu uns kommen, auf jeden Fall. Enge Verwandte darf nur ich töten. Yo. Ey, das ist so schön, wie ich jetzt mit Räubern einfach den Bauernaufstand hier erledige. Ich habe noch nicht mal meine Armee ausgehoben. Wir waren in Frankreich shoppen und auf dem Rückweg vom Shoppen in Frankreich habe ich mal eben den Bauernaufstand beendet, der bei einem meiner Vasallen war. Das ist auch schön. Das ist auch schön. So. Ich hätte jetzt gern das nächste Gebiet, nämlich das hier oben. Genau das. Genau das hätte ich jetzt gerne. Alter, der arme Junge ist da oben einfach im Knast. Sein Haupterbe ist da oben im Knast. Das arme Kind kann einfach nichts tun. Und jetzt erkläre ich ihm auch noch den Krieg, während er im Knast ist. Hey, Technautica. Du meintest, du willst es nicht zulassen, dass ein anderer sie tötet. Du selbst entscheidest, wann begriffsstutzig das Ende ereilt. True, true. Ihr seht müde aus, Herr, sagt mein Hofner Astrid. Ich kenne ein Mittel dagegen, es heißt Reisen nach Jerusalem. Was sagt ihr dazu? Soll ich anfangen zu lesen? Astrid bedeutet mir, mich zu setzen. Es ist unterhaltsamer Text, ich brauche diese Pausen wirklich dringend. Süß. Aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen, dass meine Schwiegertochter mein Hofnarr sein muss. Wollen wir sie entlassen?
Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen. Lass uns vielleicht doch lieber einfach nur irgendeinen Höfling dafür nehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so prickelnd ist. Für das Ansehen meiner Familie. So, Graf Gyrok. Ich habe jetzt für dich nicht nur deinen Krieg gewonnen, ich habe jetzt für dich auch einfach ich habe das falsch rum gemacht. Das war ein Fehler. Den wollte ich gar nicht. Ich habe zu schnell gedrückt und nicht gelesen. Ich bin alt. Ich bin alt. Jetzt ist meine Tochter. Ah, ich muss den jetzt töten und das wieder rückgängig machen. Hallo, Like. Ich muss den jetzt töten und das rückgängig machen. Und das ist einfach nur ein Aufwand und anstrengend. Ach Mann, ich bin wirklich alt geworden. Und habe einfach immer noch 41 Befehlshabervorteil. Junge, what? Huh? Ach. Der kommt mit einem Kriegsorden. Ist klar. Der kommt mit einem Kriegsorden. Hi, Dosa. Hast du immer noch keinen Kriegsorden? Was heißt hier immer noch keinen? Ich spiele mit meinem zweiten Charakter hier immer noch. Ja, hat geklappt, Exotica. So, dann machen wir das jetzt selber. Den Krieg hier gewinnen. Immer noch kein Krieg. Ich kann nicht mal einen Kriegsorden machen. Das ist meine Kultur kann das nicht mal. Aber Hauptsache, ich werde hier verarscht. Was soll ich denn tun? Ich kann das nicht. Ich würde ja. Aber ich kann nicht. Aber dafür gewinnen wir jetzt nochmal eine Schlacht. Das tut uns gut. Da nochmal eine Schlacht kämpfen mit 43 Vorteil. Was ist die Entscheidung der Bodensatz? Lese ich euch gleich vor. Lese ich euch gleich vor. Ja, das war's mit dem Kriegsorden, I guess. I guess, das war's mit dem Kriegsorden. Yep, und damit ist der jetzt unabhängig geworden von dem, den ich ihm vorher unterlegt habe. Und er wird jetzt wahrscheinlich in einem Streit liegen mit dem anderen Dude. Oh, die hat versucht, was zu klauen. Die hat versucht, ein Artefakt von meinem Sohn zu klauen. Oh, jetzt brauche ich schon wieder einen neuen Hofnarren. Mir gehen die Hofnarren aus. Hofbaumeister klingt aber auch gut. So,
Genau, und die zwei werden sich jetzt wahrscheinlich bekriegen. Weil die unterschiedliche Gebiete, also weil der hat halt die Gebiete, die der andere, dessen Titel der andere hat. Und das wird ein schönes Gezanke werden. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich hätte halt jetzt gerne diesen Königstitel. Und ich frage mich halt, ja, hallo Schildmaid. Was fehlt mir denn noch, damit ich Friesland gründen kann? Ach, ich kann es einfach nur nicht übernehmen, weil ich kann es einfach nur nicht übernehmen, weil ich noch nicht alles, nee, weil der noch, weil ich, weil, ja, man das nicht übernehmen kann. So, okay. Aber das kriegen wir schon hin. Alter, schaut sie euch an. Ist sie nicht ein Prachtkind? Die wird potenziell die Dynastie weiterführen, wenn wir das in der nächsten Generation schaffen mit der Religionsreform. Ein richtiges kleines Prachtkind. So, das ist einfach der gesamte Stolz meiner Dynastie. Und dem kann ich nicht den Krieg erklären, wegen dem Waffenstillstand. Und gleichzeitig sitzt der da oben irgendwo im Gefängnis und ist nicht tot. Wen wollte ich da töten? Achso, das kann ich ja, das ist ja scheißegal. Das habe ich ja jetzt anders gelöst. Kriege ich den getötet? Das ist viel wichtiger. 5%. Oh, wie lange geht denn dieser Waffenstillstand? Wie lange muss ich mich denn benehmen? Vier Jahre. Lebe ich überhaupt noch so lang? Lebe ich überhaupt noch lang genug dafür? I doubt it. Ey, wisst ihr, oh, die hat jemanden von mir geheiratet. Graf Olaf Thürsen, mein Enkel. Und der hat eine Affäre. Unangenehm. Aber die hat ja hier Graf Olaf geheiratet. Und das hier ist einer meiner Söhne. Und wir haben ja jetzt eh sehr viele Königstitel. Will ich den zu einem König machen, meinen Enkel? Ich könnte halt den einfach zu König von Dänemark machen. Ich kann ja eh nicht alle Königstitel bei mir behalten. Das geht ja eh nicht so. Aber Dänemark ist halt dieses Standard, das ist halt das Nordseereich, ne? Das will ich eigentlich nicht aufreißen. Das soll eigentlich eher zusammenbleiben. Also diese Ecke. Ich würde sogar lieber England abgeben. Wenn ich mal krasse Perks, ja, aber er ist mit einer krassen Frau verheiratet. Er ist mit einer krassen Frau verheiratet. Weil sonst verteilt sich's halt einfach nur unter meinen Söhnen da. Ja, irgendjemand sitzt auch in Finnland. Ach, das ist eh sein Vater. Der sitzt in Finnland. Dann gebe ich dem das einfach. Dann gebe ich das einfach meinem Bruder, meinem Jüngeren. Achso, das ist mein Sohn, meine ich. Einer meiner Söhne. Ich glaube, das wäre mein. War das nicht mein
ursprünglicher Erbe. Weil Finnland will ich eh nicht. Finnland will ich eh nicht sein, quasi. Und dann habe ich den da drüben und muss mich darum nicht kümmern. Und dann ist das auch in sich abgeschlossen. So, dann habe ich auch kein Problem mehr mit den Vasallen seiner Vasallen und mit irgendwelchen Aufständen da drinnen. Dann ist das direkt alles sein Problem. Und das finde ich extrem gut. Das finde ich extrem gut, dass das dann nicht mein Problem ist. Ich will halt eigentlich nur noch, wenn möglich, nur noch Könige dann direkt unter mir haben. Weil mir das einfach alles zu stressig wird sonst. So. Aber jetzt verliere ich halt zwei Königreiche von denen, die ich behalten wollte. Ich muss einen von denen immer noch, der lebt immer noch, ne? Ich bin den immer noch nicht losgeworden. Wann darf ich denn da einmal 977? Erlebe ich das noch? Müsstest du nicht den Titel König der Nordsee aufgeben, um dir die Krone zu bekommen? Nee, wieso? Hä? Wie kommst du denn drauf? Ja, aber ich will meinen Sohn drin haben, damit er nicht erbt. Woho? Ich habe zwei Söhne, die erben. Und genau das will ich verhindern. Ich will nicht zwei Söhne haben, die erben. Ich will nicht zwei Söhne haben, die erben. Das ist eigentlich alles. So. Das ist einfach doof. Und wenn ich einfach nur... Und wenn ich einfach quasi den einen als Goden einsetze, dann kann er nicht erben und alles ist gut, so. Mein Enkel versucht, meinen Sohn zu töten. Ui, und da haben wir noch eine wunderschöne kleine Tochter. Cecilia ist ein schöner Name. Er starb an Krebs, das ist nicht so gut. Der Dude aus Mercia rastet gerade komplett aus, um sich hier Sachen zu holen. So, jetzt möchte jemand auch noch mich töten. Es wird immer unangenehmer gerade. Aber ich muss in erster Linie jetzt dafür sorgen, dass mein England nicht weiter schrumpft. Ich muss diese ganzen englischen Lords da loswerden. Die sind einfach hier eine Belastung. Ach, das ist ja gar... Doch. Dann katholisch, angelsächsisch, Wessex. Und die müssen weg alle. Das muss einfach weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Ganz England muss einfach asatruisch werden, dann ist das Problem weg. Weil jeder Herrscher unabhängig sein muss, ist der Titel nicht gleichgestellt wie ein Kaiser. Ich bekomme dabei keinen Titel. Dynastie der vielen Kronen gibt mir keinen Kaisertitel, sondern einfach nur einen Perk für meine Dynastie. Und alles, was ich machen muss, ist Könige außerhalb meines Kaiserreichs haben. Also ich gebe meinem Bruder, oder als Beispiel gehend, der zählt als erster Dude. Estland zählt als erster Dude, weil der ist König von Estland und Teil meiner Dynastie, aber er gehört nicht zu meinem Kaiserreich. Das ist ein unabhängiger Herrscher und ich brauche 10 unabhängige Herrscher voneinander. Das heißt, einfach Königreiche einnehmen und dann
Leuten geben. Das ist die Magie. Das heißt für mich potenziell einfach ganze Königreiche, also ganze Könige stürzen, deren Königreiche nehmen und dann sie jemandem aus meiner Familie geben und diese unabhängig machen. Ah, wir haben endlich Belagerungsgeräte. Das macht alles so viel leichter. Wir haben endlich Belagerungsgeräte. Das Gepringe bei Hof geht weiter, Tag für Tag, von morgen bis abends. Poron preist aus dem Stegreif meine Größe und erregt sich in Platüden und Lobhudeleien. Herzogin Iliana stimmt ein und macht ein Spektakel für das Publikum draus. Dümmlich grinsend und in Erwartung eines Zeichen meiner Gunst für ihre Mätzchen. Ein tiefer, dringlicher Wunsch nach Ablenkung nagt an meinen Gedanken. Ich stelle mir vor, wie ich verlasse das Gelände und verliere mich in den körperlichen Ertüchtigungen. Ein einzelner Schweißtropfen rinnt mir unaufhaltsam die Stirn hinunter. Pom bemerkt meine Abwesenheit und erkundigt sich beinahe aufrecht klingender Besorgnis. Geht es euch gut, mein Fürst? Verzeiht, was habt ihr gerade gesagt? Wir tauschen Anstrengungen gegen Hofpracht. Dankeschön, Enyan, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Und vielen lieben Dank, like an Irish für den Prime-Sub. Dankeschön, Dankeschön. Bei mir haben die dann immer Nebenlinien geschaffen. Macht ja nichts. Eine Nebenlinie ist immer noch Teil meiner Dynastie. Das ist ja völlig egal. Nebenlinien sind trotzdem Teil. Das sind einfach nur eigene kleine Häuser. Aber das ändert nichts daran, dass sie immer noch zur Dynastie gehören. Es sind zu viele Kinder. Dieser Stammbaum, der ist einfach nur breit. Gerade keine Inspiration da. Also ich könnte gerade noch was in Auftrag geben, ja, aber ich will einfach nur meine Erbschaft jetzt noch in den Griff kriegen. In erster Linie einfach meine Erbschaft in den Griff kriegen noch. Das wäre wichtig. Haha, Fabster. Hallo, Shroud. Es sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Holy shit. Das ist der kleine Tor von letztens. Das war nie Tor. Tor hat es nie erwachsen geworden. Das klingt grausam, aber ja. So, irgendjemandem wollte ich jetzt auch noch Wales geben. Ich glaube, ihm wollte ich das mal geben. Ja. Dann habe ich dich auch aus den Augen, aus dem Sinn. Mit dem muss ich noch irgendwas machen. Weiß noch nicht was, aber mit dem muss ich noch irgendwas machen. Wie bekommt man so viele Dynastiepunkte? Wir haben heute gar nicht so viele Dynastiepunkte, um ehrlich zu sein. Wir haben eigentlich echt viel enterbt. Das war echt teuer. Aber durch Nicht-Enterben.
Soll ich nicht enterben. So. Ach, krank. Nicht gut. Aber wir sollten davor erfahren, bevor wir sterben eigentlich. Und... Ui, das Dynastiebanner wurde meisterlich. Wir kriegen den, glaube ich, nicht rechtzeitig los, ey. Wir kriegen den nicht rechtzeitig los. Ich enterb den Sohn jetzt einfach, um sicher zu gehen, damit ich da keinen Stress habe. Es ist einfach, es ist mir zu riskant. Es ist mir einfach zu riskant und damit ist es erledigt und dann ist die Erbfolge einigermaßen im Griff und dann gebe ich dem Dude, gebe ich jetzt noch England. Und damit habe ich dann dafür gesorgt, dass der Dänemark wieder noch haben, ne? Ah. Ich habe ein ungutes Omen bekommen, das nicht so gut ist für mich. So, da hätten wir jetzt Norwegen und Schweden und er würde sich dann noch Dänemark einverleiben. Und das finde ich nicht so gut, aber es ist okay. Es ist in Ordnung, dann fällt Dänemark noch. Außer ich krieg noch ein anderes Königreich, außer ich krieg noch irgendein anderes, einen anderen Titel schnell gebastelt. Finnland hätte ich nicht abgeben dürfen, dann wäre das auch gegangen, aber das passt so. Was haben wir denn hier noch für Königdings? Wir könnten Irland noch versuchen zu holen. Könnten Irland noch versuchen zu holen? Friesland, ja, Friesland warte ich gerade. Friesland warte ich und ich kann der. Kann ich dir wieder den Krieg? Ja. Stückchenweise. Der hier kleine Junge ist gestorben. Ich konnte halt vorher nicht. Habe ich gerade meine Armee oder lokale Räuber ausgehoben? Pass auf das Zweite Kaiserreich auf. Das wird nicht passieren, weil England, Dänemark und Schweden jetzt de jure zusammengehören. Deswegen kann er mir das eigentlich nicht zerreißen, weil sich kein Kaiserreich einfach so bilden kann. Hoffe ich. Kann sich ein Kaiserreich? Was brauche ich denn? Ich sterbe bald. Jetzt bekomme ich Sorgen. Ist man feudal, sobald man Nordsee gründet? Ja. Ja, das ist mir schon klar, Faisita, aber ich nehme ja gerade noch ein Königreich ein. Ich nehme ja gerade noch eins ein. Denn ich würde gerne Dänemark behalten und Friesland abgeben. Also das ist die Idee, die ich eigentlich habe. Und ich habe Angst, dass wenn ich dem jetzt Friesland auch noch gebe, dass diese drei Sachen für ein Großreich reichen. Wie viele Königstitel braucht man denn für ein Großreich? Drei. Das wäre nicht so gut, ne? Es bilden sich bei Erbfall nur die Jure-Kaisertitel. Oh, okay, ja, dann ist alles entspannt. Dann ist alles entspannt. Dann ist egal. Dann passiert mir gar nichts.
dann passiert mir gar nichts. Es gibt nämlich kein England mehr. Die Jury, ja, irgendwie so. Matrok bin ich schon und ich lebe schon 77 Jahre. Oh, ich bin wieder gesund geworden. Okay. Das ist unerwartet. Did I just hear you destroyed England? Yes. I made one of the achievements where you, I don't know what's the English term for it, by the Northern Sea, I guess. And it's when, like, England is still here, but Great Britain doesn't exist anymore, nor the possibility to make it. Es ist Baltic Sea? Ah. Lol, die will mir einen weißen Frieden anbieten. Mit 78 Mann. Was glaubt die denn? Wenn sie nicht möchte, dass weiter Blut vergossen wird, dann kann sie einfach aufgeben. Oh, Baltic Sea ist die Ostsee. Versuchen kann man das ja mal. Hm. Ey, bin ich jetzt immer noch fit? Ich hatte ein böses Omen, aber ich bin gesund und ich habe auch keine Meldung, dass ich bald sterben werde. Vielleicht sterbe ich doch noch nicht so schnell. Gibt es Island eigentlich als Königreich oder sind die Teil von was anderem? Island ist ein Herzogtum, das zu dem Zeitpunkt zu Norwegen gehört. Also es gibt Island sozusagen. Ja, ja, ich weiß, dass mich jemand umbringen will, aber das müssen sie erstmal schaffen. Dankeschön, Blueberry, für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Bist du schon feudal? Ja. Durch das Schaffen vom Nordseereich ist das passiert. Beim feudal werden. Graf Pierre gibt mir 50 Gold. Das ist schön. Ist nett von Graf Pierre. Kann man seine Armee in der Güte irgendwie verbessern? Die Güte ist immer die Auseinandersetzung zwischen wie gut deine Befehlshaber sind, wie viele Ritter du hast, wie gut die Ritter sind und wie viel ausgebildetes Kriegsvolk du im Verhältnis zu Bauern hast, die für dich kämpfen. Also aufgeboten. Dankeschön, Kong, für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ich hätte jetzt gerne die Bresche zum Stürmen, damit wir einfach schneller fertig werden. Hol dir den, bevor er da noch irgendwas aushebt.
bevor er da noch irgendwas aushebt. So. Was ist jetzt mit den Mauern? Sollten die nicht langsam mal kaputt gehen? Oh. Müsste ich nicht eine Vormeldung bekommen haben, dass ich sterbe? Habe ich. Ich hätte ein böses Omen bekommen. Kein Du stirbst bald. Dafür müsste ich so einen kleinen Totenkopf da oben haben eigentlich. Oder habe ich die Meldung ignoriert? Ach, dann habe ich die Meldung einfach ignoriert. Das ist doof. Hochkönig Belfrod von der Nordsee ist verstorben im Alter von 78 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Obwohl er berühmt war für seinen scharfen Verstand, konnte er am Ende dem Tod doch kein Schnippchen schlagen. Hochkönig Thor besteigt den Thron. Thor ist gesegnet mit zahlreichen Freunden und wird bei seiner Herrschaft sicher starke Unterstützung finden. Habe ich nicht gedacht, dass ich das als Meldung bekomme. Nachdem mein Vater Hochkönig Blodfurt von uns gegangen ist, lastet die schwere Bürde, die riesigen Ländereien zu regieren, auf meinen Schultern. Ich stehe vor meinen Vasallen, richte meine Krone und lächle schief. Oh, was ich alles erreichen werde. Du bist halt schon 50. Ich glaube nicht, dass du noch so viel erreichen wirst, um ehrlich zu sein. Aber cute. So, das Erste, was wir mal erreichen werden, ist Blutlinie stärken. Wir erreichen starkes Blut. Lebenskraft, Schönheit und Verstand beweisen allesamt, wie stark eine Blutlinie ist. Eine gesegnete Dynastie wird diese Gaben von Generation zu Generation weitergeben. Wir haben damit starkes Blut bekommen. Gesundheitsbonus, Chance auf Vererbung, bla bla bla, Blutlinie stärken. Seit Generationen ist unsere Dynastie für ihr edles Blut bekannt. Lebenskraft, Schönheit und Intellekt. All das verbindet man mit dem Namen Manansdotra. Meine eigene herausragende Stellung unterstreicht dies nur. Ich vereine die besten Qualitäten unserer Dynastie in einem Menschen. Mein Name und meine Gaben werden noch Jahrhunderte in meinen Nachkommen weiterleben. So, und ich habe jetzt instant den Titel der Blutvater bekommen. Gut. Kann man machen. Ui. 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 Okay, mein ganzer Rat hasst mich. Oh, mein ganzer Rat hasst mich. Okay,
Gut, ich möchte mit dem ein Bündnis. Ich möchte mit dem ein Bündnis. Ich möchte damit ein Bündnis. Ich möchte damit ein Bündnis. Ich will unbedingt mit meinem Bruder ein Bündnis. Oh, Bruder, wo ist er denn? Ach so, das ist der eine Bruder. Entführung. Lol. Nee, 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 nee. So war das nicht gemeint. Ich will... Oh Gott, zu wem will ich denn? Herzog, 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 König Tür. Nee, das ist der von Finnland. König Snorri. Warum sind wir eigentlich noch keine Buddies? Der würde das auch nicht annehmen. Aber dann lass uns doch einfach... Ich habe ein paar sehr schöne Töchter. Und ich würde einfach meine jüngere Tochter... Wie viel habe ich denn? 3. Ich würde einfach meine jüngere Tochter mit deinem Erben verbinden. Und dann kannst du auch keine Aufstände mehr gegen mich starten, weil wir dann zwangsweise verbündet sind. Und das klingt an und für sich ganz gut gerade. Ich muss mich auch ganz dringend drum kümmern, dass die Prachtstufe hier erhöht wird. Jo, weil die mich hassen, weil meine Prachtstufe mega am Ass ist. Und dann wollen wir auch unbedingt ein verschwenderisches Festmahl geben, das ultra teuer ist, damit meine eigenen Leute mich mehr mögen. Heimische Angelegenheiten haben wir auch schon. Willkommen, meine Freunde, und den Reichsgoden, den tauschen wir auch noch aus. Jetzt haben wir den furchtbaren Dude hier. So, da kommen jetzt die ganzen Bündnisse rein. Huh. Das sind dann so die Momente, wo ich wieder wirklich, wirklich glücklich bin. Wo ich wirklich, wirklich glücklich bin, dass wir, dass ich unfassbar glücklich bin, dass das alles Verwandte von mir sind. Weil damit ist es so viel leichter, dadurch, dass das alles so inzestiös ist. Meine Mutter Ingfrid wird von Tag zu Tag reizbarer. Als ich auf meinem Thron sitze und über die möglichen Ursachen dafür sinniere, stürmt die Frau mit einem Mal auf mich zu. Genau wie sie es damals immer machte, wenn ich als Kind unartig war. Thor, mein Sohn, ihr müsst etwas tun. Die spartanischen Unterbringungen, die ihr unseren Gästen anbietet, sind eine Schande. Kümmert es euch denn gar nicht, was die Leute denken? So gibt man doch als Hochkönig ein unmögliches Bild ab. Wenn das so weitergeht, geleitet ihr in die Nordsee noch als die reinste Witzfigur. Nein, überall dort, wo Schweden leben. Die nehmen mich halt nicht ernst, wenn ich das mache. Ja, dann kriege ich Stress. Aber zumindest geht der Spaß jetzt hoch, so. Das ist richtig typisch Mama und unfassbar witzig, weil ich einfach 50 bin. Huh? Als ich nach draußen stolpere, um mich zu erleichtern, höre ich ums Eck Geschrei. Als ich dorthin gehe, sehe ich, wie meine Schwester Grima chemisch grinst, als sie die Klinge in das Gesicht von Graf Olafner rammt. Was habt ihr getan? Okay, das ist also meine Schwester. Ich hab Platz im Rad bekommen. Das ist doch praktisch. Dann lasst uns den direkt füllen. Den Platz im Rat. Wie viele Fraktionen habe ich gegen mich? Ui. Wie niedrige Lehnsautorität. Kann in 8 Monaten ein Ultimatum stellen. Ich habe noch nicht genug Kinder, um das zu verhindern.
Ui, wird nicht annehmen. Krass. Die hassen mich wirklich extrem. Ja, das wird auf jeden Fall noch unangenehm werden. Das wird auf jeden Fall noch unangenehm werden. Und der Religionskrieg da drüben ist halt leider immer noch nicht done. Aber jetzt haben alle meine Gäste ein bisschen Boni bekommen. Das ist schon mindestens schon mal was Gutes. So, und wie sieht es jetzt mit diesem Königstitel aus? Ach, die existiert noch immer. Kriege ich die nicht getötet? Nice, und jetzt arbeiten wir in der Stadtplanung. Das ist unfassbar viel wert. Stadtplanung ist actually unfassbar viel wert. Gut, dann haben wir soweit das. Mein Sohn ist halt an und für sich extrem gelungen, wenn man das so sagen kann. Oh, warte mal. Habe ich jetzt die falsche Sprache? Müsste ich nicht Schwedisch auswählen können? Ich bin verwirrt, warum heißt England Nordsee? Weil ich das Hochkönigreich der Nordsee gegründet habe. Also England ist allgemein ein Königstitel und ich habe ein Großreich und das Großreich setzt sich zusammen aus Dänemark, Schweden und England und ja. Also das theoretisch gesehen wäre Skandinavien in der Theorie. Ist es aber nicht. Weil ich das verhindert habe. Weil ich krass bin. ohne jetzt zu wild klingen zu wollen. So. Dann kann ich ja meinen Bruder vielleicht auch noch damit beschwichtigen, dass ich ihm ein Artefakt schenke. Nämlich zum Beispiel kann ich ihm ja die Krone unserer Mutter schenken. Ur-Urgroßmutter schenken. Ja, und das findet er gut. Und dann möchte ich auch irgendwie gerne einfach mit ihm befreundet sein. Und dann möchte ich ihm auch einfach vielleicht noch eine Konkubine anbieten. Ja, die sind alle nicht wirklich gut. Und dann ist die Frage, kann ich einen Titel verlangen von ihm, ne? Was hat er überhaupt gerade für einen Krieg? Ach, die wollen einen Befreiungskrieg. Ja, nee, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Aber ich kann doch auch... Titel beanspruchen. Und ich könnte das Königreich von Dänemark beanspruchen. Und mir das einfach zurückholen. Jetzt hasst er mich noch mehr. Aber, nee, jetzt gehört es aber trotzdem nicht mir. Aber ich habe doch gerade Prestige dafür ausgegeben, oder? Warum lief das jetzt nicht? Ach, jetzt habe ich einen Anspruch. Aha. I see.
ich habe es beansprucht quasi. Und wenn ich dann, also wenn wir nicht mehr verbündet sind, kann ich es ihm abnehmen. Du musst das quasi noch erkämpfen, okay. Ja, das geht gerade nicht, weil wir gerade verbündet sind. Aber ich wollte mal wissen, wie das funktioniert, dann weiß ich das. Es ist halt leider ein fallengelassener Anspruch. Das heißt, er ist leider nicht vererbbar. Das ist ein bisschen schade. Aber auch nicht notwendig, so gesehen. So, der Krieg sollte jetzt vorbei sein. Genau, ich habe Dynastiepunkte ausgegeben. Ich habe mich verplappert. So, würde er den Krieg bitte beenden? Wir haben gewonnen. Es wäre schön, wenn er, Dankeschön, ihn beenden würde. So, und jetzt haben wir eine Unabhängigkeitsfraktion. Und damit spielen wir nächstes Mal weiter. Weil ich habe jetzt keine Nerven, diesen Krieg jetzt noch zu führen. Ui. Oh Gott, ich bin ganz rausgesprungen. Upsi. Da war mein Kopf schneller als alles andere. Ey, das war ja einfach nur krass heute. Das war ja einfach nur krass. Wir sind so weit gekommen. Das ist so cool. Holy shit, ey. Das ist, ich freue mich mega. Ich freue mich mega. Wir haben einfach das Nordseekönigreich gegründet. Also, wenn jetzt alles schief geht, starte ich mit so einer Waringer irgendwas Dingsterbumster. Und einfach geil, Leute. Einfach geil.